Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch einige Tipps, Tricks, aber natürlich auch einige Funktionen zur brandneuen Apple Watch Series 4 oder Apple Watch 4 zeigen, natürlich mit dem dazugehörigen Betriebssystem Watch OS 5. Ein ähnliches Video habe ich bereits in dem vergangenen Jahr gemacht zu Apple Watch Series 3. Das habe ich euch natürlich nochmals oben in der Infokarte und unten in der Beschreibung des Videos verlinkt. Bevor ich mich in allzu vielen Worten verliere, fangen wir auch mit der ersten Funktion an, nämlich dem sogenannten Weckermodus. Und für die meisten oder viele der Funktionen, Tipps und auch Tricks, die ich euch in den nächsten Minuten zeigen möchte, ist natürlich nicht nur die Apple Watch vonnöten, sondern auf der rechten Seite auch das iPhone, in diesem Falle das iPhone XS Max, mit der dazugehörigen App, nämlich der App Watch, die von Haus aus bereits hier installiert war. Ansonsten, wenn die noch nicht bei euch installiert sein sollte, findet ihr natürlich diese Apple Watch App im App Store von Apple. Kommen wir nun aber zum Weckermodus. Was ist der Weckermodus? Und dafür benötige ich auch unter anderem hier diese magnetische Ladeschale, die ihr im oberen Bereich des Videos seht. Und wenn ich hier, und zwar von Haus aus, von Werkseinstellungen, die magnetische Ladeschale an meine Apple Watch pinne, seht ihr, dass nach wenigen Sekunden der sogenannte Ladezustand angezeigt wird. Mir wird einfach signalisiert, dass momentan die Apple Watch geladen wird, mehr aber auch nicht. Apple gibt dir eine Batterielaufzeit von ungefähr einem Tag oder 18 Stunden an. Das heißt, wenn man diese Apple Watch wirklich regelmäßig nutzt, müsste sie theoretischerweise jede Nacht an den Strom. Und da hat sich Apple gedacht, wenn die Uhr sowieso jede Nacht an den Strom muss, wieso funktioniere ich dann die Apple Watch nicht dahingehend um, dass ich sie auch als Uhr oder als Nachtwecker benutzen kann? Und das ist eben der sogenannte Weckermodus. Und dazu muss ich das iPhone in die Hand nehmen und öffne die dazugehörige App, nämlich die Apple Watch App, gehe in den Punkt Allgemein und relativ weit unten oder im unteren Drittel finde ich den sogenannten Weckermodus, der von Haus aus deaktiviert ist. Ich aktiviere das Ganze und wenn ich jetzt die Apple Watch zur Hand nehme und ihr könnt das auch schon sehen, wird direkt auf der Uhr die Uhrzeit und auch das Datum angezeigt, nämlich Donnerstag, der 27.16.22 Uhr und oben links sehe ich auch noch meinen Ladezustand. Wenn ich das Ganze kippe und horizontal ablegen möchte, wird mir das Ganze natürlich auch angezeigt. Das ist jetzt etwas doof, weil die Uhr oder das Display viel mehr rotiert, aber ich denke, ihr wisst, was das ist und wie das funktioniert. Und das ist im Grunde genommen auch schon der Weckermodus auf der Apple Watch Series 4 mit Watch OS 5. Die nächste Funktion, die ich euch zeigen möchte, nennt sich iPhone Finden und zwar nicht nur akustisch, sondern auch optisch, was immer dann hilfreich sein kann. Wenn ihr dieses akustische Signal, was ich euch gleich zeigen oder hören lassen werde, nicht richtig orten könnt oder wenn ihr zum Beispiel auch eine Hörbehinderung habt, um euer iPhone natürlich auf schnellstmögliche Art und Weise wiederzufinden. Dazu begebt ihr euch in die Schnelleinstellung und swipet nach oben. Und auf der rechten Seite finde ich dieses kleine Telefonsymbol, was einem iPhone nachgeahmt ist. Und wenn ich dieses Telefonsymbol anklicke, wird ein Ton auf dem iPhone wiedergegeben oder ausgegeben, sodass ich natürlich dieses iPhone akustisch orten kann. Das Ganze kann aber auch visuell funktionieren, und zwar indem ich diesen Button etwas fester und länger gedrückt halte. Und ihr könnt sehen, neben dem akustischen Signal wird auch noch dieser optische Reiz über den LED-Blitz des iPhone XS Max ausgegeben. Für den nächsten Punkt benötige ich erst nochmals das iPhone und zwar gehe ich wieder in die App Watch auf den Punkt Allgemein und dann gehe ich wieder in das untere Drittel und zwar unter dem Punkt Weckermodus und zwar Bildschirmfotos aktivieren. Und zwar handelt es sich dabei um Screenshots, die ich direkt auf der Apple Watch Series 4 durchführen bzw. ausführen kann. Das ist von Haus aus auch deaktiviert. Ich habe das jetzt aktiviert und nun habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich mit der Apple Watch Screenshots zu erstellen. Das funktioniert hier auch relativ einfach, indem man nur die digitale Krone und die Seitentaste gleichzeitig drückt. Wenn ich zum Beispiel diesen App Drawer hier, also diese Auflistung, wo meine ganzen Apps geführt werden, sehr schön finde und ich möchte davon ein Bildschirmfoto erstellen, halte ich einfach nur beide Tasten gleichzeitig gedrückt. Ihr seht einen kleinen weißen Blitz aufblitzen und dann ist auch schon der Screenshot erstellt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch hier zum Beispiel in meinen App Drawer gehen bzw. in den Task Manager und sage, okay, ich möchte genau das mit meinen Freunden teilen, halte das gedrückt, der Screenshot wird wieder ausgelöst und dann auch direkt schon auf dem iPhone gespeichert. Das heißt, wenn ihr euch jetzt diese Screenshots anschauen möchtet, geht ihr einfach in die Foto-App eures iPhones, dort könnt ihr sie abrufen und natürlich ganz nach Belieben teilen.
Auch für die nächsten beiden Punkte bleibe ich nochmals in der Apple Watch App und gehe hier tatsächlich auf einen sehr wichtigen Punkt ein, nämlich Notruf/SOS. Ein Punkt, der von Apple sogar auf der Keynote immer wieder angesprochen wurde, und zwar der Unterpunkt Sturzerkennung, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde. Ich möchte allerdings am Anfang erstmal auf die generellen Notrufeigenschaften der Apple Watch Series 4 eingehen. Denn ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, über die Apple Watch einen Notruf abzusetzen, und zwar nicht nur an Kontakte, wie ich ihn zum Beispiel hier oben eingegeben habe, an meine Frau, sondern auch direkt an die Notrufleitstelle hier in Deutschland, nämlich über die 112. Wenn ihr diese Notrufkontakte, also diese persönlichen Notrufkontakte bearbeiten möchtet, funktioniert das nicht hier in der Apple Watch App, sondern über die Apple Health App. Und zwar über diese Quick-Verlinkung habt ihr die Möglichkeit, Kontakte hinzuzufügen. Das kann mehr als einer sein. Ich habe neulich mal 2 oder 3 angelegt aus Probezwecken. Das heißt, wenn ihr einen Notruf absetzt von eurem Apple iPhone oder vielmehr von der Apple Watch Series 4, werden eben auch genau diese Kontakte damit angesprochen, um euch zu informieren oder um sie darüber zu informieren, dass ihr euch in einer hilflosen Lage befindet. Momentan ist das Ganze aktiviert. Das heißt, wenn ich die Seitentaste hier auf der Apple Watch Series 4 gedrückt halte, wird erkannt, dass ich mich in einer Notsituation befinde. Und dazu muss ich ganz normal die Seitentaste hier an der Apple Watch Series 4 gedrückt halten. Und ich sehe dann im unteren Bereich den Punkt Notruf und auch SOS. Und wenn ich das rüber swipe, und das habe ich neulich schon mal gemacht aus Versuchszwecken, wird tatsächlich die 112 direkt angerufen. Der Lautsprecher wird lautgestellt, das Mikrofon wird aktiviert. Das heißt, dann wird euch tatsächlich zugehört und ihr habt auch die Möglichkeit, mit eurem Gegenüber zu sprechen, wo ihr euch zum Beispiel befindet, beziehungsweise was eure Notsituation an und für sich ist. Das Ganze funktioniert also mit der 112, das ist voreingestellt, das könnt ihr auch nicht ändern, aber natürlich auch mit euren Notfallkontakten, die hier oben in der Apple Watch App hinterlegt sind. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die sogenannte Sturzerkennung, die tatsächlich auch deaktiviert ist. Das heißt, die Apple Watch kann nicht vorhersagen, dass ihr jetzt in Zukunft fallen werdet. Die Apple Watch erkennt allerdings, wenn ihr gefallen seid. Das heißt, befinde ich mich zum Beispiel auf einer Leiter und falle von ungefähr 1 Meter oder 1,50 Meter nach unten auf den Boden, kann mich nicht mehr richtig bewegen, wird auch über die Apple Watch das sogenannte Notfallprogramm gestartet und es wird eine gewisse Zeit lang abgewartet, ob ihr euch noch bewegen könnt bzw. Aktionen mit der Uhr wahrnehmen könnt. Falls das nicht funktioniert, wird vollautomatisch ein Notruf abgesetzt, sodass auch dann euch zu Hilfe geeilt werden kann. Ich gehe davon aus, dass dann auch die Koordinaten, also die Positionsdaten der Apple Watch, weil sie auch GPS besitzt und auch eures iPhones, dann direkt übermittelt werden. Die Sturzerkennung ist von Haus aus ausgestellt und hier wird auch nochmals darauf hingewiesen. Ich glaube sogar, wenn ich das aktiviere, dass bei Sportarten, die eine größere Bewegung erfordern, seid ihr Stuntman oder fahrt ihr Snowboard und macht Sprünge dabei, dass es dann tatsächlich zu Fehleingaben kommen kann und natürlich die Apple Watch diese Bewegung oder auch diese Erschütterung als Sturz erkennt. Von daher würde ich das tatsächlich nicht verwenden, wenn ihr Extremsportler seid, weil es dann tatsächlich sein kann, dass diese Sturzerkennung das Notfallprogramm auf der Apple Watch Series 4 startet. Im nächsten Punkt geht es wieder voll und ganz um die Apple Watch und das iPhone ist erstmal nicht vonnöten, denn ich möchte euch zeigen, wie man die Schnelleinstellungen auf der Apple Watch Series 4 bearbeiten kann. Dazu ziehe ich natürlich hier erstmal die Schnelleinstellung nach oben, habe dann zum Beispiel oben mein Wi-Fi-Signal. Ich kann in den Flugmodus gehen, mir wird die Batterielaufzeit angezeigt. Ich habe aber auch ganz unten die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze bearbeiten und zwar bearbeiten dahingehend, dass ich zum Beispiel die Symbole anders anordne, halte das Ganze dann gedrückt und kann natürlich die Symbole frei positionieren, da wo ich sie haben möchte und zwar auf der Stelle, wo sie mir natürlich am wichtigsten erscheinen. Ich drücke das Ganze nochmals über die Seitentaste und das Ganze wird dann auch schon wieder gelockt. Ein weiteres Feature, was ich euch hier in den Schnelleinstellungen zeigen möchte, ist diese Wasserentsperrmethode. Ihr wisst, die Apple Watch ist wasserdicht bis 50 Meter, das ist auch richtig gut so. Es kann allerdings auch sein, dass zum Beispiel einmal Wasser in das Gehäuse eindringt, zum Beispiel über die offenen Lautsprecher oder auch Mikrofonöffnungen. Und dabei habt ihr die Möglichkeit, auch manuell das Wasser aus dem Gehäuse zu drücken. Ihr habt dieses kleine Tropfensymbol gesehen, das habe ich angetippt. Und wenn ich jetzt die digitale Krone gedrückt halte oder vielmehr rolle, wird eben das Wasser durch diese akustischen Signale etwas aus dem Lautsprecher oder aus der Mikrofonöffnung herausgedrückt.
Auch für den nächsten Punkt bleibe ich nochmals alleine bei der Apple Watch und gehe dabei in den App Drawer. Und der App Drawer ist sowas wie das zentrale Installationsverzeichnis, nämlich genau der Punkt, wo all diese Installationen und auch Apps hinterlegt sind, die ich hier mit der Apple Watch Series 4 oder natürlich auch den Vorgängermodellen nutzen kann. Das sieht auf den ersten Blick richtig gut aus. Ich kann hier in diese Apps hineinzoomen, ich kann hier über das Display wischen. Das funktioniert alles ohne Probleme. Manchmal habe ich jedoch die Schwierigkeit zu erkennen, welche App sich hinter welchem Symbol befindet. Und dazu könnt ihr dann auch diese Ansicht des App Drawers auf der Apple Watch Series 4 anpassen. Und zwar haltet ihr einfach das Display etwas länger gedrückt. Es kommt die sogenannte Listenansicht. Und wenn ich die Listenansicht aktiviere, habe ich die Möglichkeit, mit der digitalen Krone chronologisch hier durch die Apps auf der Apple Watch Series 4 zu scrollen. Wenn ich das wieder gedrückt habe, kann ich natürlich auch die klassische App Drawer Ansicht wieder laden. Das sind also Funktionen, wie man zum Beispiel das Aussehen des App Drawers auf der Apple Watch 4 verändern kann. Für die nächste Funktion bleiben wir dann auch direkt hier in diesem App Drawer und ihr seht im unteren linken Bereich ein gelbes Symbol, was ich jetzt mal mittig des Bildschirms ziehe, nämlich die sogenannte Walkie-Talkie-Funktion. Und dazu blende ich euch auch Material von Apple hier in dieses Video ein, denn ich habe sie tatsächlich bisher noch nicht nutzen können. Ich habe schon zwei Kontakte, nämlich Franz und das Technik-Faultier hinterlegt. Allerdings scheint die diese Aktion noch nicht aktiviert zu haben. Walkie-Talkie-Funktion bedeutet im Grunde genommen nur, dass ich die Möglichkeit habe, über die Apple Watch eine Art Walkie-Talkie-Funktion auszuführen. Wenn ich das Ganze öffne, werden mir hier erstmal meine Kontakte angezeigt. Ich werde im oberen Bereich als verfügbar markiert, das heißt, ich bin jetzt für die Walkie-Talkie-Funktion verfügbar. Im unteren Bereich habe ich dann meine zwei Kontakte natürlich mit den Rufnummern hinterlegt. Und wenn diese dann auch grün, also verfügbar bei mir erscheinen sollten, kann ich durch gedrückt halten des Displays eben entsprechende Walkie-Talkie-Funktion nutzen. Das heißt, eine ähnliche Art und Weise, wie man zum Beispiel auch WhatsApp-Sprachnachrichten verschickt, funktioniert von Apple Watch Series 4 zu Apple Watch Series 4, also wird nicht direkt auf euer iPhone gepusht, sondern direkt an die Uhr und dann über den Lautsprecher der Apple Watch 4 ausgegeben. Die nächste Funktion, die ich euch zeigen möchte, erachte ich persönlich, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, als weniger nützlich. Doch wenn man Akku sparen will, ist sie dann vielleicht auf der anderen Seite wieder relativ hilfreich. Und zwar gehe ich hier wieder auf den Punkt allgemein und relativ weit unten finde ich den Stromsparmodus bei Trainings. Die Apple Watch Series 4 eignet sich genauso gut wie die Vorgänger natürlich zum Sport machen, weil der Herzfrequenzmesser, der Schrittzähler und all das, was die Apple Watch tatsächlich auch messen kann, wirklich sehr, sehr gut sind. Und wenn ich zum Beispiel laufen gehe, möchte ich natürlich auch sehen, wie war denn zum Beispiel mein Pulsbereich. Und das funktioniert eben natürlich nur, wenn der Herzfrequenzmesser natürlich aktiviert war. Ihr könnt das Ganze aber auch ausstellen, um so zum Beispiel mehr Akku zu sparen oder eine höhere Akkulaufzeit zu erreichen. Denn immer wenn ihr euch bewegt, geht oder auch natürlich anfangt zu joggen, wird der Herzfrequenzmesser, wenn ich diesen Punkt aktiviere, deaktiviert. Das heißt, das führt dann gleichzeitig zu einer Erhöhung der Akkulaufzeit. Für mich etwas weniger wichtig. Ich habe das Ganze hier unter diesem Punkt deaktiviert. Ich wollte euch allerdings nur diesen Punkt zeigen, wenn ihr tatsächlich diese Apple Watch 4 nicht für den Sport verwendet. Auch im nächsten Punkt bleiben wir in der App und zwar gehe ich hier nochmals auf den Punkt Herzfrequenz ein, der relativ schnell abgehakt ist, denn hier steht einfach, die Apple Watch kann dir helfen, auf dein Herz zu achten und genau diese Mitteilung haben wir schon des Öfteren gelesen, vor allem aus den Staaten, dass zum Beispiel die Apple Watch gesagt hat, hier hör mal zu, dein Herz, das schlägt etwas unregelmäßig, du hast einen zu hohen oder einen zu niedrigen Puls und genau das kann man hier definieren und zwar kann ich hier meine maximale bzw. meine niedrige Herzfrequenz einstellen. Und zwar gehe ich dann einfach hier auf diesen Punkt und sage, okay, wenn ich unter 40 Schlägen die Minute bin, was schon relativ wenig ist, oder unter 45 Schlägen, möchte ich eine Benachrichtigung von der Apple Watch erhalten, beziehungsweise dann auch vom iPhone erhalten. Und genauso kann ich natürlich auch einen oberen Bereich einstellen mit zum Beispiel hier momentan 120 BPM. Das Ganze wird deaktiviert, wenn ihr zum Beispiel Sport macht. Das heißt, wenn ich laufen gehe und gehe an meine Schmerzgrenze von sagen wir mal 170 oder 175 Schlägen die Minute, dann ist das natürlich nicht mehr gegeben. Wenn ihr euch allerdings ganz normal im Alltag bewegt, wo ihr beim Einkaufen seid und auf einmal merkt die Apple Watch, okay, hier stimmt irgendwas nicht, der Puls sinkt in den Keller oder er schießt nach oben, werdet ihr über die Apple Watch informiert, dass mit euch oder vielmehr mit eurer Herzgesundheit etwas nicht stimmt. Die letzten beiden Funktionen, die ich euch hier auf der Apple Watch Series vorzeigen möchte,
hat mit den Ziffernblättern oder den sogenannten Watchfaces zu tun und dazu bewege ich mich für die erste Funktion nochmals in den App Drawer, also das zentrale Installationsverzeichnis, wo all die kompatiblen Apps der Apple Watch Series 4 gelistet sind. Und zwar gehe ich hier in den Bereich meiner eigenen Fotos, die direkt mit dem iPhone XS Max synchronisiert wurden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, aus eigenen Fotos ein eigenes Watchface zu erstellen, wähle das entsprechende Watchface aus und sage dann einfach Ziffernblatt auswählen. Und das Ziffernblatt, was ich euch gerade gezeigt habe, habe ich nicht nur mit dem XS Max fotografiert, sondern möchte das Ganze auch als Kaleidoskop auf meiner Uhr angezeigt bekommen. Und ihr seht, das ist im Grunde genommen das Ziffernblatt, was jetzt die Apple Watch Series 4 aus meinem Foto gemacht hat. Und über die Lünette habe ich natürlich auch hier die Möglichkeit, kaleidoskopartig dieses Watchface anzupassen, ganz nach euren Wünschen. Funktioniert natürlich in dieser Funktion auch mit allen anderen Fotos beziehungsweise generell mit der Kaleidoskop-Funktion. Von daher habt ihr hierüber die Möglichkeit, eigene Watchfaces für die Apple Watch Series 4 zu erstellen. Im letzten Punkt möchte ich auf die neuen Watchfaces allgemein eingehen. Ihr seht, das ist momentan mein angepasstes. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Watchfaces, die direkt hier bei der Apple Watch Series 4 mit ausgeliefert wurden. Und dazu möchte ich einfach nur mal ein oder zwei Stück aufrufen. Und zwar zum einen die oder das Watchface Atmen. Ihr seht eine kleine Vorschau. Ich kann das Ganze anpassen und kann auch diese Atmen-Funktion in dem Aussehen an sich nochmals verändern. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre die zweite und auch das wäre die dritte Möglichkeit. Und dann kann ich das Ganze natürlich auch hier für meine Apple Watch Series 4 definieren. Finde ich unter anderem sehr, sehr schön. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, weitere auszuwählen. Dazu muss ich das Ganze nochmals gedrückt halten. Komme jetzt komischerweise nicht mehr rein. So, jetzt bin ich wieder drin. Gedrückt halten und kann natürlich jetzt auch hier bei anderen aussuchen. Das wäre Atmen gewesen. Die nächste wäre hier Vapor. Vapor ist auch tatsächlich neu. Hier kann ich so einen Nebel auswählen. Auch verschiedene Arten und Weise, verschiedene Farben oder auch alle Farben kombiniert. Sieht auch sehr gut aus. Gehe nochmals rein. Wähle ein anderes aus. Mickey Mouse ist alt, Fire and Ice ist neu oder hier Liquid Metal. Sieht meines Erachtens auch wirklich sehr gut aus. Silber, Gold, Schwarz oder auch alles kombiniert. Hier wähle ich mal das Silberne aus und dann könnt ihr sehen, wie sich Liquid Metal hier mit dieser schönen Animation auf der Apple Watch Series 4 macht. Damit bin ich auch durch mit meinen Tipps, Tricks und Funktionen zur Apple Watch Series 4. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wieder, dass ihr dabei wart. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns bei den zukünftigen Videos wiedersehen, ihr vielleicht dieses Video kommentiert, liked und natürlich auch mit euren Freunden teilt. Bis dahin, macht's gut und ciao.